Hallo. Schön, dass das immer wieder klappt. Ich nehme diese 144 Kilo mal mit. Oh, Skudo, nimm mir du. Leitern haben wir auch keine mehr, ne? Stables brücken wir doch mal. Du hast noch die Mule-Stiefel, oder? Ich habe auch noch Stiefel, ja. Weil die sind wirklich sehr runtergerockt, deine Stiefel. Ja gut, dann sehen wir mal, ziehen wir mal andere Stiefel an, ne? Aber wir fahren ja eh erstmal nur LKW. Wenn dann nachher die Füße wehtun, denke ich, das Gejaule wieder los, ne? Ist schon klar. So, wo ist die Wetterstation? Da oben, ne? Schultüte. Du machst doch nichts liegen lassen, ne? Nee, irgendwie nicht. Hüpfen kann er auch. Oh, ja. Der Laster ist in eine unkontrollierte Lage gefallen. Oh. Alter. Ja. Alter. Dass aber nichts anderes gemacht hätte. Wahnsinn. Na, die Brücke ist auch ein bisschen suboptimal dahingestellt. Noch ein Stück, noch ein Stück. Vorsicht. Schnell ein Akku aufladen. Gut, dass das Ding hier steht, ey. Tja, ich muss irgendwie hier rüber. Am besten in irgendwelches Gelände, wo man mal ein bisschen besser fahren kann. Scheiß Wendekreis, die Kiste, muss man mal Kommen sagen, wir ne? hier hoch? Ja. Letztes Mal sind wir mit dem Sri wieder hier rumgefahren und das war schon scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Den Poller. Den Poller. Sag mal, was ist denn das? Das ist hier nur am Schallern. Ja. Wird Herbst. Wer verdient den?
Schon, du. Er macht die Kurve nicht. Oh, geil. Der Laster klettert aber auch wie eine Bergziege da. Wo ist das Vieh? Wächterbett! Eat this. Krass, wie du die Spuren sehen kannst. Wir hatten es ja schon länger nicht mehr mit den GDs so nahe. Eine letzte Folge mal außen vor, wegen dem Bunker. Ja, aber nein, dass du wirklich in diesem Sumpf gesteckt hast. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll als Sumpf. Mhm. Das ist schon ein paar Folgen her, dass die uns wieder so nahe gekommen sind. So, mein Blutbeutel ist auch leer. Das ist kontraproduktiv. Wo ist er? Da. Da vor dir. Aber ich glaube, der ist weg. Nee, da ist er. Ach, da ist auch noch einer. Mensch. Gleich zwei da. Double kill. Da oben auf dem Haufen steht auch noch einer. Zack und weg. Und den war's mit Blutgranaten, wa? Schön scheiß. Ah, da eine ist da noch. Hast du noch die Uringranaten? Nee. Ich versuche jetzt noch die Kristalle zu sammeln. Und dann fahre ich hier halt durch.
Scheiße. Hast du den weggeboxt? Abgeschüttelt, ja. Nee, war der ärgerlich. Den ganzen Gerümpel wieder einladen. Ich weiß halt nicht, wie oft das gut geht, ne? Lacht er denn noch in Ladung? Keine Ahnung. Ja, der liegt auf dann da hinten. Ein scheiß Windig, meine was. Güte, ey! Deine Kurvenlage! Ich glaube, du musst damit mal nach der Werkstatt hin. Du musst damit auf dem Schrottplatz. Oh, das dauert ja nicht mehr lange. Der ist eh bald fertig. Ups, wir schaffen's noch hin! Oh, Alter. Ja, wird eine knappe Kiste mit mir hinkommen. Ich befürchte, das hat sich gleich erledigt. Ja, da vorne. Musst du noch hin, musst du nur hinkommen. Boah, boah, tut das gut. Hier ist deine 144 Kilo. Schön, dass du da bist. Bedeutet uns viel. Nicht zu glauben, dass du so viel mitgebracht hast. Wie konntest du das alles tragen? Oh, mit dem Laster. Genau. Lastenschweber Stufe 2. Oh. Der Punkt ist aufgestiegen. Elite-Transporteur. Hm. Hier, das ist für dich. Nimm es als Zeichen meiner Dankbarkeit. Also bei jedem vollen Stern kriegt man irgendwie was. Metall, leicht, 1000. Geschenkt. Nice. Na dann, viel Erfolg weiter und pass auf dich auf. Rein jo, auf. Danke. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferturm. So. Wir müssen an die Zeitregenfarm.
Da müssen wir hin. Durchs Mühlgebiet dann. Durchs Mühlgebiet, ja. Boah. Also ist das eine Farm, was wir gesehen haben. Jetzt wird ein Schuh draus. Resine und Keramik bis an. Bis zurück. Ja, da fährt man in den Großteil auf der Straße dann. Aber erstmal bis zur Straße hinkommen, ne? Kann mehr Fracht transportieren. Ja gut, erstmal gucken wir jetzt, dass wir diesen komischen Schützhütte bauen. Damit der Auftrag nicht mehr fertig ist. Der hier, ne? Ja. Weil es gibt da anscheinend keinen privaten Raum. Dann normalerweise müsste da ja einer sein. Was siehst du? Bevor ich es jetzt vergesse. Neue Schuhschuhs. Die guten. Frisch von Schuster. So, schauen wir mal, ob das jetzt reicht mit den, ich weiß nämlich gar nicht, wie viele Kristalle wir jetzt haben. Ja, das wird reichen. Oh ja, das reicht. Nice. Haben wir das nämlich auch endlich mal geschafft? Jo. Da freut sich Die Hard Man. Jo, und da wir auch lange nicht in einem privaten Raum waren, können wir auch direkt mal da reingehen. Oder in die Schutzhütte. Das geht nach einem ganz tollen Plan. Bin ja mal gespannt, ob das jetzt so ein privater Raum ist oder praktisch so ein Ausruhbunker wie beim Ingenieur oder sowas. Obwohl, das sieht schon aus wie ein privater Raum. Nee, das ist ein privater Raum. Hatte er, meine ich, auch gesagt. Du, das weiß ich nicht mehr. Awesome. Vielen Dank, Sam. Diese Schutzhütte wird langfristig für unzählige andere ein Segen sein. Ich rede nicht bloß von den Booten, die dort auf dem Weg zur Wetterstation rasten werden, sondern auch von all den Menschen, denen sie helfen. Wir alle sind mit jemandem verbunden, Sam. Aber du wirst die Ehre haben, als Erster dort zu übernachten. Erstmal die Dose Perrier. Hat er sich auch mal verdient, hat ja wirklich viel gebracht. Jo. Viel geleistet in den letzten Folgen, gerade mit den Straßenbaugerätschaften. Oh. Sister Blood hätten wir auch bald wieder. Baby ist auch wieder gechillt. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. So, denn einmal wie gehabt. Sich einmal setzen auf den Thron. Nee, auf den Logos. Mal knattern lassen. Gab keine Granaten, das ist ja was. Mit seinem Namen, Butcher. Mhm.
Aber wenigstens 7 Stück. Jo. Sind jetzt im Lager. Monster. Ja, haben lange keinen gehabt. Lass das Biest raus. Ja, brand. Waschbecken? Könnt ihr auch noch. Schon wieder überall hinspringen können. Der Irre, ey. Ja, und in die Schutzhütten, die wir aufgedeckt haben. Aber das brauchen wir nicht unbedingt. Schlauben. Wofür hast du den Hubel jetzt rausgeholt? Um da unten zu dieser Zeitfarm hinzufahren. Willst du da mit dem Laster hin? Nö. Oh, der Mann los. Der Laster hat natürlich, glaube ich, bald auch erledigt. Können wir hier noch was verbessern, schnell? Wieso, der geht ja noch. Ja gut, diese die Leichtmetalle wäre natürlich Verschwendung. Aber haben wir hier 400 Metalle zufällig? Das ist natürlich die andere Frage. Haben wir. Unser Kraftskelett macht auch bald die Biege. So, oh, siehst du das? Habe ich eben bei der Haltbarkeit gesehen. Ach so. So, ich nehme mal eben 400 Metalle und bin mal so frei und verbessere den Generator. Weil ich den hier oben doch schon sehr cool finde. Ja. Losschicken, wann immer es möglich ist. Ich jedes Mal von neuem kaputt lachen, ey.
So, jetzt haben wir mal ein Gebäude verbessert auf Stufe 2. Ein Generator. Wahrscheinlich wird der Ring um ihn jetzt doch größer. Auf jeden Fall schneller, habe ich nur gelesen. Hey Sam, verbesserte Konstruktionen kannst du mit Hologrammen und Musik nach deinem Geschmack anpassen. Ziemlich cool, was? Das ist das Titellied. Das ist das Titellied. Don't be so serious finde ich immer gut. Eine angenehme Reise. Wir hoffen, du bist ausgeschlossen. Großartig. Achtung, GDs, Vorsicht vor Mules. Oh, Aloy haben wir auch. Nur mal Aloy. Aloy. Ja, wo ist sie denn? Ach, da ist sie ja. Hallöchen. Ja, der Ring ist echt ein bisschen größer geworden, oder täuscht das? Ich habe den Auftrag gar nicht angenommen, ne? Nee, hab ich nicht. Und durchs Mühlgebiet damit. Aber wir haben ja einen Hobel. Und wir haben die Intelligenz, um zuzufahren, theoretisch. Wir können ja mal eine Route planen. Groß rumrum wirst du wohl nicht kommen. Den Briefkasten können wir auf jeden Fall. Nee, über den du Berg musst du oder vielleicht hier irgendwie hier so am Rand lang. Das könnte vielleicht noch klappen. Ich weiß nicht, wie hoch das ist. Ich glaube, du musst da durch, aber gut, wir werden es sehen. Ähneln dem Voraussagen der Zukunft. Einige Tiere haben eine Art sechsten Sinn, der sie vor Gefahren warnt. Aber wir haben etwas Besseres. Die Fähigkeit, Daten zu sammeln und entsprechend zu handeln. Der Mensch allein ist fähig, vorauszuplanen. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag über den nächsten nachzudenken. Und einst gebar unsere Fantasie eine üppige, lebenssprühende Kultur. Aber irgendwann haben wir das Morgen aus den Augen verloren. Wir degradierten uns selbst zu ausschließlich auf das Hier und Jetzt fixierten Tieren.
Könnte klappen mit da oben langfahren, ne? Jo. Schau mal eben die Markierung ab. So viel Zeit muss jetzt mal sein. Scheint aber schon ein etwas größeres Mew-Lager zu sein. Ja. Da schon allein die drei Briefkästen sind. Aha, der Strand! Jo. Ich wollte nur mal eben gucken hier. Das hab ich jetzt... Ja, alles gut. Hab ich mir schon gedacht. You're a curious man. Das ist aber noch nicht der Strandbunker. Nee, nee. Ich fahr da mal rechts. Oh, dann fertig. Ja, genau. Über das Ding rüber noch. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir das schaffen. Die Mules zum Gehen. No vehicles allowed. So, dann machen wir mal.
Vielen Dank. Burgess war immer gut zu uns. Wir haben Amelie viel zu verdanken. Sie sah das Potenzial unserer Arbeit und hat sich ins Zeug gelegt, damit unsere Farm in Gang kam. Wir wollen schon lange Teil des chiralen Netzwerks werden. Sehen wir uns das Getreide an, das du gebracht hast, ja? Gibt's ja nicht. Hast du uns echt so viel gebracht? Wie hast du das nur geschafft? Einfach klasse. Direkt 5 Sterne. Boom, 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 boom. Naja, fast 3. Das ist natürlich schon ordentlich. Übrigens, du kennst nicht zufällig Fragile, oder? Kannst du ihr bitte etwas von uns ausrichten? Sag ihr, danke, dass sie uns gerettet hat. Ohne ihren Einsatz wären South North City und unsere Farm vom Antlitz der Erde gefegt worden. Für mich ist sie eine Heldin und das soll sie auch wissen. Oh, stimmt, das Netzwerk. Kannst du uns wohl anbieten? Klar! Nichts leichter als das. Ich denke, wir tun dann gut daran, dass wir dann oben beim Handwerker die Straße verbessern in die andere Richtung, aber auch diese Straßen jetzt bis hier runter einmal schön durchs Mühlgebiet. Das kann auch alter werden. Strang geknüpft. Haben dich überfallen und vorher deine Fracht per Ping geortet, oder? Und damit das nicht wieder passiert, haben wir deinen Frachtscanner verbessert. Sagen wir, du wirst gleich angepingt. Mit dem richtigen Timing pingst du einfach zurück und neutralisierst ihren Impuls mit deinem eigenen. Sie sind so gut wie zuvor und du kannst sorglos weiterziehen. Allerdings ist das Timing alles. Also praktisch wie ein Heavy zu parieren. Ich wusste, dass sowas kommt. Vielen Dank. Jetzt können wir den Zeitregen endlich richtig ausnutzen. Wahrscheinlich musst du. Schreibgeschichte. Wir haben zwar einige Testfelder, aber da wir den Zeitregen nicht vorhersagen konnten, waren die Ergebnisse eher mittelmäßig. Zeitregen fiel hier relativ regelmäßig. Wir wussten also ungefähr, wann wir pflanzen und ernten mussten. Aber dann haben die Terroristen das Gleichgewicht zerstört. Zu viele Tote, zu viele Krater. Das Wetter ließ sich nicht mehr vorhersagen. Die Vorhersagen des Netzwerks sollten uns wieder auf die Beine helfen. Wenn alles nach Plan läuft, können wir expandieren und Zeitregen nutzen, um ganze Landstriche zu kultivieren. Natürlich setzen wir auch unsere Genforschung fort. Vielleicht können wir so bei der Entwicklung eines nachhaltigen Ökosystems helfen. Eventuell finden wir dabei ja sogar etwas über den Zeitregen heraus. Wir haben viel vor uns, aber die Herausforderung reizt mich. Danke, Sam. Du hast uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben. Ich freue mich schon auf die Ernte. So macht man das, Sam. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Hä? Na, sieh mal eine an. Du hast die Zeitregenfarm gerade erst ins Netzwerk integriert und schon haben wir neue Aufträge. So kannst du die Rückreise sinnvoll nutzen. Gute Arbeit. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber irgendwie passt die Stimme vom Farmer für mich überhaupt nicht zu dem Charakter. Ja, sieht irgendwie jünger aus. Aber das hättest du jetzt nichts gesagt, wäre es mir nicht aufgefallen. So, dann da einmal zurück. Die Hälfte ist geschafft. Ja, dann machen wir auf jeden Fall erstmal dann die, sag schnell, die Straßen fertig. Jo. Gut. Jo, machen wir hier einen schönen Cut und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Jo, tschüss.